Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Herzlich willkommen zu Langsamfahrt. Am 10. Juni 2023 sollte eine Dampflok-Sonderfahrt von Mönchengladbach über Aachen nach Krefeld stattfinden. Der Zug rollte in Mönchengladbach los, kam aber nur knapp 50 Kilometer weit. Dann folgte eine Streckensperrung nach der nächsten. Ausgelöst wurden diese Streckensperrungen durch Trainspotter im Gleis, also unbefugte Personen im Gleis, die eigentlich nur den Zug fotografieren wollten. Personen, die zu dicht am Gleis, im Gleis oder sogar die Oberleitungsmasten hochkletterten. Durch das Fehlverhalten der Trainspotter musste die restliche Sonderfahrt abgesagt werden. Immer wieder kam es in der Vergangenheit vor, dass Streckensperrungen durch Personen im Gleis ausgelöst werden. Nicht selten sind das auch Trainspotter, die sich entweder keiner Gefahr bewusst sind oder Sperrungen und Gefährdungen fahrlässig in Kauf nehmen. In der heutigen Sendung geht es um Personen im Gleis und wir stellen uns die Frage, wie kann man eigentlich verantwortungsvoll Züge fotografieren? So viel noch vorab. Dieser Podcast ist spendenfinanziert. Mehr dazu auf langsamfahrt.de/spenden. Ich spreche heute mit Tim Janotta, bekannt von Twitter als Lokführer Tim. Hi, grüß dich. Hi, sei gegrüßt. Du twitterst sehr, sehr viel aus dem Bahnbetrieb, was du so erlebst und manchmal auch, was es mal so Interessantes so noch zu sehen gibt. Und Anfang, Mitte Juni ist eine Dampflok-Sonderfahrt ein bisschen eskaliert. Magst du kurz zusammenfassen, was da gewesen ist? Ja, also es gab dort eine Dampflok-Sonderfahrt, so wie ich das am Rande mitbekommen hatte, von Mönchengladbach. Wollten hier eine große Runde über Köln und Krefeld fahren und wieder zurück. Und das hatte dann etwas Probleme gegeben, und zwar durch die sogenannten Trainspotter, die im Verlauf der Fahrt schon bis Herzogenrath, also gar nicht so weit weg von Mönchengladbach, schon für zahlreiche Störungen gesorgt hatten. Dann natürlich in der Eskalation, dass in Herzogenrath Schluss war, weil man an der sogenannten Kohlschader Rampe, also eine sehr steile Auffahrt von Herzogenrath Richtung Aachen hoch, so viel im Gleis, also im Gleisbereich und sogar an den Oberleitungsmasten rumrannten, dass man dann irgendwie die Reißleine ziehen musste und sagen musste, okay, es geht nicht weiter, wir müssen zurückfahren, weil das hat keinen Sinn und keinen Zweck mehr. Das heißt, die Fahrt ist gar nicht groß stattgefunden, die ist auf den ersten Kilometern schon wieder beendet gewesen deswegen. Leider, genau. Ne? Also die sind dann, die hatten zur Stromversorgung noch eine E-Lok hinten dran. Und diese hat die dann entsprechend wieder zurück nach Mönchengladbach gezogen. Also ist aus dieser großen Rundfahrt dann doch leider nichts geworden. Jetzt hatten die eine große Runde geplant. Du kennst dich da ein bisschen besser aus. Wie weit sind sie ungefähr gekommen? Wie viele Kilometer? Also Mönchengladbach gestartet bis Herzogenrath sind es 48 Kilometer, die sie gekommen sind. Und dann wäre es diese Rampe hochgegangen und ja, da muss die Dampflok dann natürlich auch richtig arbeiten und da kommt eine ordentliche Dampfwolke raus. Und das wollten halt viele fotografieren. Und ja, sind dann da, ja. Sicherlich wollten es auch einige filmen, weil ich gehe auch davon aus, dass natürlich die Geräuschkulisse, gerade für die filmenden Trainspotter, ist ja auch eine größer werdende Community, dass das natürlich sehr attraktiv ist, keine Frage. Ja, das sehe ich ähnlich. Aber ja, die Leute standen am Gleis, im Gleis, in den Oberleitungsmasten hingen sie drin. Also ein paar Dinge zu viel, die dann dazu geführt haben, dass die Strecke gesperrt war und ja, keine Zugfahrten stattfinden konnten, über mehrere Stunden auch. Genau, das muss wohl eine Regionalbahn, die dort regulär verkehrt, gemeldet haben, dass also die Personen nicht nur am Gleis oder in Gleisnähe standen. Das ist dort auch ein bisschen schwierig durch Bewuchs, durch die Bebauung. Ja, also es gibt nicht sehr viele Stellen, wo man tatsächlich gefahrenfrei fotografieren könnte, ohne die Strecke zu betreten. Das haben dann also infolgedessen scheinbar ein paar übertrieben und hat dann auch noch gemeldet, dass also der eine oder andere auf die Oberleitungsmasten geklettert ist, um nochmal irgendwie eine bessere Position zu haben. Also völlig verrückt. Also es ist völlig eskaliert. Ja.
Oberleitungsmasten kommt natürlich noch eine weitere Gefahr dazu, nicht nur die fahrenden Züge, sondern auch der Strom, der da in Masse vorhanden ist. Gerade hier Langsamfahrt, letzte Sendung, da ging es hier um den Bahnstrom. 15.000 Volt sind da drin. Das macht, wie lernt man es bei der Eisenbahn, macht klein, schwarz und hässlich. Ja, so ist das genau. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie hoch die geklettert sind. Die sind ja auch bis zu einem gewissen Punkt isoliert. Mhm. Allerdings, wenn ich schon auf die Idee komme, einen Masten hochzuklettern, frage ich mich natürlich schon, ob diejenige noch daran denkt, nicht zu hoch zu klettern, um da tatsächlich an spannungsgebundene Teile zu kommen. Da habe ich auch immer eine schöne Geschichte, die mir mal passiert ist. Ich fuhr mit meiner Regionalbahn, also viele wissen es gar nicht, ich bin ja auch Lokführer, fuhr mit meiner Regionalbahn von Gießen nach Wetzlar. Ich glaube, die Strecke kennst du auch. Und ja, wenn es vom Wetzlarer Güterbahnhof in den Personenbahnhof übergeht, ist eine Brücke über die Lahn. Und linke Hand ist noch etwas erhöht, ein Ausziehgleis, über dem aber auch eine Oberleitung hängt. Also ein Ausziehgleis ist quasi, da kann die Lok mit ein paar Wagen rausfahren, um dann wieder zurückfahren in ein anderes Gleis. Da ist dann auch ein Prellbock und kurz vor dem Prellbock stand jemand auf so einer handelsüblichen Alu-Stehleiter obendrauf und war am Fotografieren. Bis zur Oberleitung fehlte da auch nicht mehr viel. Also es sind wirklich immer wieder so Geschichten, die passieren. Ja, also das Thema mit den Alu-Leitern kennt man ja inzwischen. Ich bin da immer wieder belustigt drüber, wenn die dann mitten im Feld stehen auf irgendwelchen Leitern. Und ich hatte es auch mal vor langer Zeit getwittert, auf der Umleitungsstrecke zwischen Fendo und Viersen. Umleiterverkehre ist natürlich viel los, auch viele besondere Loks, die man durch das fotografieren kann. Und die stehen dann wirklich immer links und rechts, teilweise aufgereiht wie die Orgelpfeifen. Und das ist dann schon mit den ganzen Leitern, also da stehen manchmal mehr Leitern als im Obi-Markt. Das ist schon manchmal sehr, sehr witzig. Ja, sieht auf jeden Fall lustig aus und machen sich bestimmt auch zum Gespött einiger, die das vielleicht auch aus dem Personenzug so sehen. Aber wenn sie im Feldweg stehen, warum nicht, ne? Können sie ja machen, solange sie damit halt nicht auf dem Bahngelände stehen. Da fängt es dann ja irgendwann wieder an, dass es gefährlich wird. Also grundsätzlich muss man ja auch sagen, jedem sein Hobby. Und wenn jemand das für Hobby gewählt hat, Züge zu fotografieren, sei es ihm gegönnt, kann ja jeder machen. Und ich behaupte auch, nicht, dass das jetzt hier irgendwie in die falsche Richtung geht, ich behaupte auch, dass die meisten Trainspotter wirklich Abstand halten, da auch Respekt vor haben. Auch wenn es manchmal lustig aussieht, ja, sei es ihnen gegönnt, ich sag auch gar nichts gegen und ist ja in Ordnung, ne? Es ist halt nur, manche übertreiben es leider und ziehen dann die anderen wieder mit runter und so wie es ja dann auch auf dieser Rampe passiert ist, auf dieser Sonderfahrt, haben es ein paar wenige so arg übertrieben, dass sie es letztendlich für alle kaputt gemacht hatten. Nicht nur für alle Transporter, die vielleicht noch da standen und auch wirklich Abstand bewahrt haben, sondern auch im weiteren Streckenverlauf, ich meine von Herzogenrath über Köln zurück nach Mönchengladbach, sind ja auch noch ein paar hundert Kilometer. Ja. Auch die haben natürlich in die Röhre geguckt und, das muss man auch sagen, letztendlich der Verein, der dahinter steht, die also viel investiert haben, die mit dieser Sonderfahrt natürlich auch Geld einnehmen wollten, und zwar von denen, die mitgefahren sind, auch die, auch denen hat man quasi ins Knie geschossen. Das finde ich schon sehr, sehr ärgerlich. Ja, gerade die Fahrgäste, die da wirklich Geld für bezahlt haben und dann ihren Spaß nicht haben konnten, während andere vielleicht noch ihr Bild gemacht haben und dann war die Sperrung da oder beim zweiten, dritten Bild dann irgendwann. Wie ist das denn bei dir so unter den Kollegen? Wie stehen die denn so zu Trainspottern? Also ich erlebe immer wieder, dass Kollegen sagen, ja, die können mir gestohlen bleiben, bis hin zu so Kommentaren, ich mache dann mal vorne das Schlusslicht an statt dem Spitzenlicht. Das hört man auch immer wieder. Oder die dann eine Warnweste noch vorne reinlegen, also so mit Absicht das Bild kaputt machen irgendwie. Ja, also das gibt es bei uns auch tatsächlich. Ich sag, mir sind sie egal, die können fotografieren, was sie wollen. Ich habe inzwischen festgestellt, wenn ich dann doch mal spaßeshalber in die bestimmten Foren, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, doch mal reingucke und da vielleicht auch tatsächlich mal ein Bild sehe, wo ich fotografiert wurde, dass ich selber in der Regel gar nicht zu sehen bin, aufgrund von Spiegelung. Und von daher ist es mir wirklich Wurst. Ja, es gibt dann natürlich auch Kollegen, die sich irgendwie daran stören. Auch das gibt es.
Wo ich allerdings auch wieder sagen muss, also so Spielereien wie Schlusslicht anmachen an der Spitze oder Warnweste reinhängen, das kann ich auch wieder ich persönlich nicht nachvollziehen. Und da muss man auch sehr vorsichtig mit sein. Beispiel Schlusslicht anmachen kann sehr teuer werden, wenn das EBA das mitbekommt, also im Bundesamt, kostet das gerade mal schlanke 500 Euro an Bußgeld. Und die, die kann ich ganz sicher besser einsetzen, weil da sagt das Eisenbahnbundesamt nämlich, dass ich an der Spitze des Zuges ein falsches Spitzensignal geführt habe. Ja. So, und das ist sehr teuer. Also mit solchen Späßen sollte man vorsichtig sein. Zumal es ja dann auch gerade ein Beweisfoto gibt, wenn der einem nachher Richtig, genau. blöd. Das ist mich, also tatsächlich, ich weiß, mit einem Kollegen ist es passiert, der hat sich auch geärgert und wollte dann zurückärgern, irgendwie aus irgendwelchen Gründen, und ist dann natürlich direkt an den Falschen geraten, und den hat das dann 500 Schleifen gekostet. Muss ich sagen, deshalb leben und leben lassen. Ich sage, lasse fotografieren, wenn sie sich entsprechend vernünftig verhalten, Abstand wahren und so weiter, von mir aus sollen sie machen. Mich stört es nicht, mir tut es nicht weh. Ja, und wie du schon sagst, meistens erkennt man eigentlich gar nichts. Man kann sich einfach selber mal Bilder von Zügen anschauen und versucht mal den Lokführer zu erkennen. Das ist, je nachdem, wie das Licht da drauf scheint, auch unmöglich. Also ich habe bisher nur ein einziges Foto gesehen, wo ich zu erkennen war, aber auch nur, wenn man weiß, dass ich es war, weil irgendwann ist natürlich auch die Auflösung mal so ein bisschen hinüber. Also das hätten auch andere sein können, definitiv. Ja. Das kommt dann noch dazu. Ja, jetzt haben wir aber eine ganze Menge Leute, die machen das einfach gerne. Und es gibt auch, ich sage jetzt auch einfach mal, die meisten, die wollen sich an die Regeln halten und wollen nicht nachher noch eine Streckensperrung auslösen, denn auch das wird mit Sicherheit teurer werden, wie nur 500 € für ein falsch eingeschaltetes Spitzenlicht. Was kann man für Tipps geben, wer fotografieren will? Welchen Abstand zur Bahnstrecke sollte man einhalten? Es gibt ja manchmal gerade auch so die Grenzfälle, direkt daneben geht ein Weg entlang. Also wenn direkt ein Weg daneben entlang geht, dann kann man ja sagen, dass dieser Weg nicht ohne Grund da ist. Er ist genehmigt in irgendeiner Form und Weise. Das sind ja meistens solche Wirtschaftswege, Feldwege, wie man so schön sagt. Und wenn da jemand draufsteht, ist das sicherlich kein Problem, denn man kann es ja keinem verbieten, einen öffentlichen Weg zu nutzen. Und diese Wege sind ja dann auch tatsächlich in dem regelkonformen Abstand zu den Gleisen angelegt. Ja, die sind ja nicht sehr nah dran. Und da kann man auch sagen, also wenn man sich, ich sag vom Gleis rund 10 Meter entfernt aufhält, das ist nicht viel, es ist aber auch nicht wenig, dann ist man schon auf der sicheren Seite. Also spätestens da, wo das Schotterbett anfängt, ist die letzte Grenze, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, ne? Ja, es gibt ja gerade auch so beengtere Stellen. Man mag mal nur an so Strecken wie das Mittelrheintal denken, wo einfach der Platz teilweise auch gar nicht da ist. Also Schotterbett sollte dann schon so die allerletzte Grenze sein, aber kommt natürlich auf die Situation drauf an. Ja, genau. Also wenn es zu eng ist, wenn ich schon keinen Platz habe oder es eine Stelle ist, die ich gar nicht über öffentliche Wege erreichen kann, ja, dann ist das einfach ein No-Go, und da muss man sagen, so schön die Stelle vielleicht sein mag, aber das geht einfach nicht. Weil, wie du schon gesagt hast, damit provoziert man Streckensperrungen, dass die Landes- oder Bundespolizei auftaucht, und das muss dann auch nicht sein. Jetzt haben einige auch eine Warnweste an, so wie es die Eisenbahner auch haben. Ne? Es ist ja vorgeschrieben, im Gleisbereich eine Warnweste zu tragen. Und auch nicht wenige Trainspotter haben sich aus irgendwelchen Bekanntschaftskreisen auch noch eine Warnweste mit DB-Logo oder was auch immer organisieren können. Wie sieht es mit Warnweste aus? Kann man sich dann etwas, ich sag jetzt mal, näher stellen, solange man noch nicht in Gefahr ist oder besser auch nicht? Ich sage ganz klar nein. Also näher stellen als, wie ich ja gerade schon gesagt habe, Schotterbett ist nicht drin, auf gar keinen Fall, auch nicht Warnweste. Das Thema Warnweste ist auch unter den Kollegen ein sehr zwiespältiges Thema. Das hat man auch unter dem Tweet gesehen. Da gab es auch Diskussionen zu. Ich sag mal so, wenn man auf gerader Strecke, auf freiem Feld steht, ist eine Warnweste natürlich völlig unnötig. Ja? Man erkennt sofort, wer da ist. Ich finde persönlich eine Warnweste recht charmant, wenn es sich um, ich sag mal, sehr
reiche Strecken handelt. Ja, also wo man auch vielleicht als Lokführer von den Transportern so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, überrascht wird. Ja, man fährt eine lange Rechtskurve, ein Transporter steht in dieser Kurve mit Abstand und da ist man, also ich persönlich bin da immer ein bisschen beruhigter, wenn derjenige eine Warnweste trägt, weil dann weiß man auch so ein bisschen, okay, da diese Person hat nichts Schlimmeres vor, ja, also da ist man so ein bisschen beruhigter in dem Moment, ne. Man muss aber immer auch dabei sagen, es berechtigt nicht dazu, irgendwie näher an die Gleise zu kommen oder diese sogar zu betreten. Ja, das scheint dann auch so der eine oder andere, wie dann auch in den Kommentaren geschrieben wurde, zu verwechseln. Ich habe eine Warnweste an, jetzt darf ich alles. Ne? Also das auch natürlich auf keinen Fall. Aber wie gesagt, an sehr schwierigen Stellen, an unübersichtlichen Stellen macht es nicht unbedingt wenig Sinn. Das beruhigt so ein bisschen. So der Überraschungseffekt, der ist dann da noch so ein bisschen raus, hin und wieder sieht man sie auch noch winken und dann die Kamera hochnehmen, ist so meine Erfahrung, beruhigt auf jeden Fall, wie es kommt auf einmal einer aus dem Gebüsch raus, wo man dann halt auch nicht weiß, ob der sich jetzt da vorwerfen will oder nicht. Genau, manche haben ja dann auch noch, weil sie länger sind, irgendwie noch einen Stuhl da stehen, dann sieht man sie nicht, ja, und dann springen die wirklich auf. Natürlich ohne böse Absicht, aber da kommt dann doch mal so ein Schreckmoment. Also ich nehme da immer ganz gerne den Bahnhof Lindorf und da gibt es zwei beliebte Spotterpunkte. Das ist einmal in Richtung Ratingen. Da ist so ein Entsorgungsunternehmen, da ist Freifläche. Da stehen immer viele Fotografen von mir aus. Es gibt aber auch noch in die andere Richtung, unterhalb einer Brücke sind die schon mal. Um die andere Richtung zu nutzen. Und da ist es mir schon mal passiert, das eine oder andere Mal, dass die halt dort auf ihrem Campingstuhl gesessen haben, so ein bisschen im Schatten, und dann plötzlich aufgesprungen sind. Und ja, doch, also man ist da schon mal ganz kurz und hab Achtstellung. Ja, denn hin und wieder passiert es ja dann leider doch mal, dass Leute dann Dummheiten machen. Wie sieht's mit Bahnsteigen aus? Es gibt ja auch hin und wieder Leute, die stehen an Bahnsteigen. Ich frage mich persönlich, dann ist das Bild dann unbedingt so schön, aber auch da gibt's welche, die dann meinetwegen auch mit Warnweste auch noch die weiße Linie übertreten, um da noch Bilder zu machen, sich regelrecht ins Gleisbett reinragen. Also an Bahnsteigen sehe ich auch schon mal, ja, vor allem im Kölner Bereich sieht man das, Köln-West, Köln-Süd. Weil man dann natürlich erstmal sicher steht und denen geht es ja dann tatsächlich eher um die Güterzüge, die man dann da sehr entspannt fotografieren kann. Aber auch nochmal, natürlich das Überschreiten der weißen Linie ist natürlich ein absolutes No-Go, auch mit Warnweste, gar keine Frage, weil der Personenverkehr fährt dort teilweise relativ zügig und wenn sie sich gerade aufs Bildermachen konzentrieren, konzentrieren sie sich ja nicht unbedingt auf den Personenverkehr und das geht ja gar nicht. Also nochmal, das muss man ganz klar sagen, die Warnweste zu tragen berechtigt einen nicht grundsätzlich dann überall dorthin zu gehen, wo man nichts zu suchen hat, egal ob jetzt auf Bahnanlagen oder auf Bahnsteigen selber. Ja, also da ist natürlich die eigene Sicherheit muss natürlich an erster Stelle stehen. Ansonsten macht es auch keinen Sinn. Also für ein Bild von irgendeiner, ich sag jetzt mal, schnöden 185er, die man jetzt schon 300 Mal fotografiert hat, dafür seine Gesundheit riskieren. Oder natürlich wieder dann irgendwelche Ordnungsbehörden aufs Tapet zu rufen. Das ist einfach unsinnig, sowas. Ja, man erlebt da leider manchmal viel zu viel. Jetzt gibt es auch hin und wieder noch Leute, die auf Brücken stehen. Es ist auch immer so eine Sache auf Brücken. Ich mag das auf der Autobahn schon nicht, wenn jemand genau auf der Brücke über einem steht. Mit dem Zug denke ich mir manchmal so, naja, ich hatte auch mal so ein Erlebnis an Heiligabend, wo ich mal nicht wusste, will der da Dummheiten machen oder will der da seine Ruhe haben, zudem das auch noch so weit draußen, weit ab von jedem Schuss saß da jemand auf dem Brückengeländer über der Bahnstrecke, er hat keine Dummheiten gemacht am Ende. Wie sieht's da aus mit Fotografieren? Also ich sehe das ab und zu schon mal, dass dort Fotografen stehen, wobei meiner Erfahrung nach stehen die nicht direkt über dem Gleis, weil sonst würden sie einfach nur von vorne fotografieren, sie hätten die Oberleitung noch mit im Bild, das wollen die ja dann irgendwie auch nicht. Ja. Auch da nochmal in gewissen Foren wird man dafür ja regelrecht einen Pranger gestellt, wenn man sowas macht. die stehen dann so ein bisschen abseits und da haben wir auch keine Probleme mit.
Aber ich pflichte dir dabei. Es gibt ja auch so schon mal einfach nur Leute, die da einfach nur der Eisenbahn zuschauen und die stehen dann tatsächlich über dem Gleis. Und das, ich mag das auch nicht wirklich. Ja, also ich bin da auch immer sehr, sehr am Gucken, hat der oder diejenige was in den Händen, weil diese Steinwürfe beispielsweise haben wir ja auch leider häufiger. Auch mir ist es passiert, ja, dass dann Steine auf meine Lok geworfen wurden. Sie hatten die Frontscheibe verfehlt, sind auf dem Dach gelandet, ja. Aber trotzdem, also direkt über dem Gleis finde ich auch sehr unangenehm. Aber wenn sie so ein bisschen abseits davon stehen, bitteschön von mir aus. Ja, mit Gegenständen, das hatte ich auch mal in Sinzig, linke Rheinstrecke, bin ich mal mit Flaschen, also mein Zug mit Flaschen beworfen worden von der Brücke. Waren dumme Kinder, die einfach nur Spaß haben wollten, was nachher dazu führte, dass ich direkt danach am Bahnsteig zum Halten gekommen bin und Leute aus meinem Zug auf die Brücke sind und haben die Kinder darunter geholt. Und man konnte die der Polizei übergeben. Klappt leider viel zu selten sowas, aber das war auch mal so eine Sache, die ist einfach mal schön gelaufen, so im Nachhinein. Und es waren auch nur Plastikflaschen. Das konnte man zwar, während die mich beworfen haben, nicht erkennen, was es war, zumal es noch dunkel war, aber ja, ist zum Glück auch nichts kaputt gegangen. Aber es kommt leider hin und wieder vor, dass es gerade halt diese Deppen gibt oder die Steine auf die Schienen legen. Das kann man ja auch manchmal nicht unterscheiden. Ja, ist natürlich auch eine gefährliche Sache. Ist auch nicht ungefährlich, also wie gesagt, es ist nicht ungefährlich, vor allem auch für Beteiligte, wenn die sich ja noch irgendwie verstecken oder in den Büschen und so ein Stein geht tatsächlich mal ein paar Meter fliegen durch die Formung des Radsatzes. Ja, vielleicht ist der Stein noch stabiler und der wird dann weggeflitscht auf gut Deutsch oder er bricht nicht, sondern wird weggeflitscht. Das kann schon sehr böse ins Auge gehen. Also da wird auch die Gefahr so ein bisschen unterschätzt. Ne? Ich hatte das mal in einem Tunnel drin, wo ich mich dann auch frage, Leute, wie gefährlich ist das denn? Was macht ihr da? Erstmal in den Tunnel reinlaufen, dann die Steine hinlegen. Ich weiß nicht, ob sie es auch noch wieder rausgeschafft haben. Ja. Ja, ganz schwierig sowas, ja. Dummheit kennt manchmal keine Grenzen. Es ist unglaublich. Aber beim Fotografieren waren wir ja eigentlich gerade dran. Was man auch hin und wieder erlebt, ich fotografiere gelegentlich auch selber mal, aber das ist dann, beschränkt sich das auch eher auf was Historisches. Das neumodische Zeug, da brauche ich jetzt nicht so viele Bilder von. Man nimmt dann vielleicht nochmal mit, was dann so an Modernem dazu findet, auch noch da fährt. Es ist ja dann irgendwie auch so ein bisschen zeitgeschichtlich, vielleicht irgendwann mal interessant, aber dann geht es mir dann doch eher um das Alte, was fährt. Und dann erlebe ich es auch häufiger mal, dass ich irgendwie mir einen schönen Platz gesucht habe. Und dann kommt im letzten Moment ein Auto angerast. Wahrscheinlich jemand, der den Zug woanders schon fotografiert hat und dann versucht hat, den auch noch zu überholen durch zu schnell fahren, auch innerorts. Da wollen wir gar nicht groß drauf eingehen. Kommt dann und rennt auch noch vor dem Zug rüber über die Gleise. In der Regel ohne Warnweste. Ja, kann man dazu überhaupt noch was sagen? Nichts, was straffrei wäre. Nein, also das sind ja dann auch solche Leute, die da jetzt solche Sonderfahrten danach ausbremsen, die tatsächlich für sich und andere zur Gefahr werden und dann auch, ich sag mal, dieses Hobby auch tatsächlich in Verruf bringen und auch dazu führen, dass dann natürlich Restriktionen eingeführt werden, wie jetzt beispielsweise dieser Verein, der die Dampflok-Sonderfahrt gemacht hat, der jetzt sagt, okay, die Fahrzeiten, also nicht die Abfahrtzeiten des Zuges an einem bestimmten Punkt, sondern die Durchfahrtzeiten in den Bahnhöfen, wo sich die Transporter ja immer ganz gerne dran orientieren, die werden jetzt nicht mehr veröffentlicht, um das so ein bisschen einzudämmen. Und das sind natürlich so Aktionen, die sowas auch noch fördern, ne? Und ich sag mal, im schlimmsten Fall werden halt auch solche Aktionen abgesagt. Ich hatte sowas ja auch schon erlebt, dass also auf der Güterbahn, auf der Ratinger Bahn, ein Schienenbus fuhr. Ich glaube, das war zu irgendeiner Veranstaltung. Der fuhr da irgendwie ein Pendel hoch und runter. Und auch da hatte ich dann Probleme bekommen, dass ich also eine Schnellbremsung einleiten musste, weil er gerade mal 100 Meter vor mir übers Gleis gerannt ist. Und bei 100 Stundenkilometern ist das nicht mehr allzu viel. Und dann hatte auch Netz direkt gefragt, also der Netzkoordinator hat angerufen nochmal und gefragt, mal, war das einer dieser Transporter? Wenn ja, dann blasen wir das Ganze jetzt ab, weil das ist jetzt schon das dritte Mal an diesen Tagen vorgekommen. Ja, und wie gesagt, solche Leute fördern das eigentlich auch noch und das hat auch schon nichts mehr mit Fan zu tun. Also
Ja. Ja, wollen wir das Prozedere doch mal durchgehen, was eigentlich passiert, wenn ein Trainspotter zu blöd ist? Also du hast gerade beschrieben, der ist wenige hundert Meter vor deinem Zug rüber, du hast die Schnellbremsung eingeleitet. Wie gehst du damit um, wenn das passiert? Also ich bin auch einer derjenigen in diesem Falle, ja, der auch reflexartig, das ist auch, habe ich mir tatsächlich antrainiert, über die Jahre einen sogenannten Nothaltauftrag absetzt, also auch für andere Fahrten, eben aus dem Grunde, jetzt jumpt der 100 Meter vor mir rüber, natürlich auch sehr, sehr zügig. Das Gleisbett ist nicht einfach zu durchqueren, ja. Man kann also da, wenn man zügig ist, leicht stolpern. Heißt, ich halte den Verkehr an, weil ich hätte nicht weiß, in dem Moment stolpert er. Bleibt er liegen im Gegengleis und so ist das dann. Das heißt, es wird erstmal das Gleis gesperrt. Das ruft natürlich dann die Bundespolizei auf den Plan. Die wollen erstmal klären, was ist da jetzt? Das heißt, die kommen erstmal raus und die sitzen ja nicht alle 5 Meter irgendwo an der Strecke und sind sofort parat. Die Anfahrwege sind also teilweise auch relativ lang und in dem Moment bleibt die Strecke gesperrt. Und dann kommt Dann auch muss nicht die erst mit. nächste Polizeidienststelle, sondern die Bundespolizei, die Richtig? weitaus weniger Dienststellen haben. Genau, also es sei denn, also ich habe es auch schon erlebt, dass die Bundespolizei die Landespolizei um Amtshilfe bittet, wenn es wirklich zu weit weg ist. Wir haben ja teilweise, hat die Bundespolizei ja doch recht große Lücken in ihrem, ich sage jetzt mal, Versorgungsnetz, ja, in ihrem Einsatzgebiet. Das kommt schon mal vor, aber auch das dauert, weil auch die Landespolizei ist gerade in ländlichen Räumen nicht besonders gut aufgestellt und das dauert dann. So, das heißt, der Zugverkehr steht erstmal. Dann wird geklärt, was ist oder was ist nicht passiert. Es kann auch passieren, das ist mir in einem anderen Fall mit spielenden Kindern passiert, dass der Schreck so tief sitzt, dass man danach nicht mehr weiterfahren kann. Also ich glaube, das ist jetzt 2 oder 3 Jahre her, ich bin nicht mehr sicher. Das war dann auch so meine letzte Schicht vor dem Urlaub, dass spielende Kinder im Gleis mich überrascht haben. Die haben mir auch noch Gegenstände reingestellt. Blöde Konstellation, also tiefstehende Sonne, Kurvenbereich. Es ging auch noch über eine Kuppe drüber. Und ich habe da noch Gegenstände überfahren, die sie aufgestellt hatten. Ich habe sie noch im letzten Moment wegspringen sehen. Also es war auch wirklich nicht mehr viel Platz. Und das in Summe hatte mir einen solchen Schock versetzt, dass ich wirklich nicht mehr weiterfahren konnte. Also das ging von starkem Zittern über Herzrasen, über alles. Und auch das dauert natürlich dann, bis das alles abgearbeitet ist. Ja, also es können da auch im Nachgang wirkliche, ja, Krankheitsfälle bei den Lokführern entstehen, ja, dass die also erstmal eine Zeit lang nicht mehr fahren können. All das in Summe hat schon echt weitreichende Folgen. Ja, gerade das mit Kindern hört man häufig, dass sich Kollegen danach mal abgelöst haben. Also ich habe vollstes Verständnis hier an meiner Stelle auch. Ich habe mich auch mal ablösen lassen, nachdem ich fast ein Kind überfahren habe. Das ist nicht ohne. So, jetzt haben wir in unserem Beispiel Strecke gesperrt, der Lokführer nicht mehr dienstfähig. Irgendwann stellt die Polizei fest, okay, es ist niemand überfahren worden. Theoretisch könnte der Zug weiterfahren, der Lokführer ist nicht mehr dienstfähig. Joa. Die Sperrung wird noch länger, weil der Zug steht ja erstmal im Weg. Genau, der Zug steht erstmal da, eine dauerhafte Rotausleuchtung, wie man so schön sagt. Und das heißt, es muss erstmal der Notdienst des EVU kommen, ja, also bei uns der Cargo-Notdienst. Der muss sich natürlich wieder irgendwoher einen Lokführer organisieren, der dann meistens auch wieder von einem anderen Zug abgezogen wird, wenn keine Bereitschaft da ist. Der muss mit dem dort an die Stelle fahren, die vielleicht auch noch schwer zugänglich ist. Und er wird erstmal abgelöst, ja. Also er übernimmt, man wird selbst wieder, man wird nach Hause gefahren. Und auch das kann dauern. Also ich glaube, ich habe damals, das war in Krefeld mit den Kindern, das hat rund 2 Stunden gedauert. 2 Stunden stand ich da, bis dann mal der Notdienst da war. War das auch noch abends war, der musste aus Köln nach Krefeld kommen, ja, und da einen mitbringen, den er erstmal organisieren musste. Und das dauert eine ganze Weile. Und in der Zeit kann dann meistens auch nichts mehr fahren. Oder halt nur noch sehr, sehr eingeschränkt im Gegengleis, ja. Aber wir kennen das ja, dass das alles sehr betriebs- und zeitaufwendend ist. Ja, also, weil ein Mensch Scheiße baut, kann man ja mal so sagen,
hat man unter Umständen eine mehrstündige Sperrung ausgelöst und eventuell noch dem Lokführer einen Schaden zugefügt, wenn es geistig ist. Genau, wenn es richtig hart läuft, ist das tatsächlich so. Und das, da muss man wirklich sagen, oder das müssen dann auch diese Leute, die selbst mal hinterfragen, wenn sie es denn noch schaffen, geistig sich das zu hinterfragen, ob es das wirklich wert ist. Und da gibt es eigentlich nur eine Antwort drauf: Nein. Ja. Du bist im Güterverkehr tätig. Du bist auch häufiger mal in so größeren Rangierbahnhöfen, um da einen Zug zu holen oder einen hinzubringen. Wie sieht's denn da aus? Trifft man da auch hin und wieder mal Trainspotter an, die dann im Zweifel da mal spazieren gehen mit der Kamera? Also bei uns in Gremberg sage ich jetzt mal eher selten. Es kommt schon mal vor, da muss man sagen, da sind sie auch vorbildlich. Wir haben ja auch das Bahnbetriebswerk dort, was über eine Straße zugänglich ist. Es ist zwar schon Werksgelände, aber es ist nicht abgeschlossen. Und natürlich stehen da viele Lokomotiven, auch häufiger schon mal Werbelokomotiven, die natürlich ganz besonders solche Transporter anziehen. Sind ja auch schön anzusehen, gar keine Frage. Und ich habe es bisher immer erlebt, dass sie tatsächlich sich bei der Lokleitung, also die kennen die dann noch irgendwie, also die wissen, wo die ist, tatsächlich fragen, ob sie denn aus sicherem Abstand, also von den Verkehrswegen her, diese mal fotografieren dürfen. Vor vielen Jahren bin ich auch mal mitgegangen, da hatte ich Bereitschaft, ich hatte nichts zu tun und da hatte der Lokleiter gesagt, pass mal auf, hier, ich gebe dir einen mit, der passt auf dich auf und dann kannst du da auch fotografieren, was ja dann auch vollkommen okay ist. Ne? Also in den Rangierbahnhöfen erlebe ich das zum Glück seltener, dass dort wirklich Leute frei rumlaufen. Das ist dann eher so am Rand des Rangierbahnhofs. Also ich sag mal, Gremberg Nord, ganz beliebter Trainspotter-Punkt, die stehen dann dort. Aber auch dort habe ich es in letzter Zeit immer wieder erlebt, dass die dort an diesem Punkt dem Gleis sehr nahe kommen. Also auch da musste ich teilweise schon den Veranstalter informieren, dass er mal die Bundespolizei hinschickt, dass die da mal etwas zur Raison rufen. Es war zwar noch nicht sehr gefährlich, aber man erkannte schon, na, der eine oder andere nahm es mit dem Abstand nicht so ganz genau. Das ist dann aber das kleine Programm, wenn man dem Fahrdienstleiter Bescheid sagt, schick doch mal die Polizei hin, geh mal bitte gucken. Genau, also das ist dann auch so, da ist also eher so ein Ausziehgleis, wo dann eine Rangierlok fährt. Ich weiß das und dann kann man auch, ich sag mal, das kleine Programm fahren. Und bevor man da jetzt wirklich eine Streckensperrung veranlasst und dann mit allem drum und dran, wählt man den Weg. Und das ist dann auch in Ordnung, an dem Punkt natürlich. Ne? Gerade jetzt vor kurzem kam eine Nachrichtenmeldung, dass man politisch jetzt schon im Überlegen ist, ob wirklich jede Streckensperrung in dem vollen Programm gemacht werden muss, wenn irgendwo mal Personen gemeldet worden sind. Wie stehst du dazu? Ich finde es gut, dass diese Diskussion jetzt aufgemacht wird, weil ja, manchmal dauert es sehr lange. Und man muss auch sagen, häufig, also das ist zumindest mein Eindruck, sind diese Personen, die da in dem Gleis rumrennen, die einfach nur die Gleise als Abkürzung nehmen und dann quasi auf der anderen Seite in der Siedlung verschwinden. Die bekommt man nie wieder. Also die findet die Polizei auch nicht mehr. Wir haben in Köln-Mühlheim, da ist ein Supermarkt. Wenn die jetzt also zurück in die Siedlung wollen, müssen die 200 Meter lange Auffahrt runter, unter der Eisenbahnüberführung drunter her. Und manche sparen sich also diesen Weg und rennen rüber. So. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, wie soll ich das am besten formulieren? Viele Lokführer, die das sehen, okay, die verschwinden jetzt im Moment wieder von den Gleisen, weil die in der Siedlung verschwinden. Und dann ist das so. Da passiert auch nichts mehr. Es gibt natürlich andere, die dann die Vorschriften sehr genau befolgen und halt eben beschriebene Prozedere durchziehen. Und dann kommt natürlich die Bundespolizei und dann dauert es. Wie gesagt, ich finde es richtig, dass man situationsbedingt da jetzt mal diese Diskussion aufmacht und sagt, okay, wir müssen da je nachdem anders mit umgehen. Das heißt, nicht grundsätzlich sperren, sondern das Instrument benutzen, Fahren auf Sicht. Fahren auf Sicht ist ja dann eine Möglichkeit,
uns schriftlich über ein gerichtswirksam diktierten Befehl zu ermöglichen, mit höchstens 40 Stundenkilometern zu fahren, aber natürlich nur so schnell, dass ich vor einem Hindernis zum Stehen komme und dann selbstständig erkunden kann, ist jetzt wirklich noch eine Person da oder ist sie wirklich weg? War da überhaupt mal eine oder nicht? Ja. Und das führt natürlich dazu, dass so eine Strecke, dass die oder andersrum, dass die Geschwindigkeit natürlich mal kurz herabgesetzt wird. Das kommt mal kurz zur Verzögerung, ja, aber natürlich nicht so arg wie bei einer Streckensperrung. Habe ich letztens tatsächlich gehabt, dass der Fahrdienstleiter mir auf einer Güterzugstrecke zwischen Recklinghausen und Datteln einen solchen Befehl diktiert hat. Er sagte, es könnten dort eventuell welche sein, aber es könnte sich auch tatsächlich um Kleingärten handeln, die da nur ihre Hecke machen. Wir wissen es nicht. Wir würden dir einen Befehl diktieren, fährst auf Sicht und dann guckst du mal und dann meldest du hinterher. Habe ich gemacht, bin da also mit 40 km/h gefahren, 3 Kilometer, es war keine Person mehr da, habe ich gemeldet, fertig. Wir konnten alle wieder weitermachen. Und ich denke, das muss auch in Zukunft nochmal situationsbedingt natürlich durchaus möglich sein, sowas zu machen. Also könnte das auch dann die Betriebsabläufe auf jeden Fall wieder vereinfachen, indem es dann erstmal nicht so lang gesperrt ist, nämlich nur für die Zeit des Befehlsschreibens. Dann fahren vielleicht ein oder zwei Züge, je nachdem, vielleicht von jeder Richtung einer auf Sicht und danach ist alles wieder gut. Genau. Und das wäre ja wesentlich schneller in Summe abgehandelt, als wenn wir wirklich auf die Polizei warten, wie eben schon gesagt, bis die dann mal da sind und natürlich auch die Strecke kontrolliert haben. Ja, die fahren ja nicht nur an einen Punkt und sagen, okay, wir gucken jetzt mal links, gucken mal rechts und damit ist der Trotz gelutscht, sondern die gehen ja teilweise dann auch die Strecke zu Fuß ab. Das dauert Ewigkeiten. Ich kann mir auch vorstellen, dass auch die Bundespolizei, respektive Landespolizei, auch Besseres zu tun haben an manchen Tagen. Ja, gerade wenn das am Wochenende, da häuft sich's natürlich auch eher mal, da haben die Transporter dann auch Zeit. Da kann das durchaus schon mal vorkommen. Hast du Transporter mal auf ihr Fehlverhalten mal angesprochen? Wie reagieren die so? Ich habe es mal gemacht, ja. Meine Erfahrung war leider, also wenn ich es dann mache, oder wenn man wirklich erkannt hat, vielleicht an den Bildern selbst, dass sie da nichts zu suchen haben, weil so kann ich es ja gar nicht ansprechen, also ich kann ja nicht anhalten und sagen, hör, Leute, brennt euch der Helm, also was macht ihr hier, ja? Das geht je ja nach Situation kriegt man das auch noch. Okay, ich fahre Personenzüge, die bremsen besser und da ist man dann gerade in Bahnhofsbereichen vielleicht eh noch ein bisschen langsamer. Ich habe das auch schon gemacht. Genau, also bei dir ist es vielleicht eher möglich. Ich fahre ja in der Regel nur durch. Da werde ich denen eigentlich nicht habhaft. Das sehe ich wirklich nur so im Nachgang. Wie gesagt, Instagram und TikTok sind da auch so beliebte Kanäle inzwischen, wo sowas auftaucht. Und da muss ich sagen, ich habe auch hier und da die Leute schon angesprochen, wo ich gesagt habe, Leute, pass auf, da wo du standest, kannst du nicht hingekommen sein, ohne die Gleise zu überschreiten. Oder gesagt habe immer, das ist aber schon sehr nah an den Gleisen. Also da sollst du vielleicht doch mal mehr Abstand halten. Und da kommen schon sehr aggressive Reaktionen drauf. Ne? Also von wegen, ja, es ist doch gar kein Zug gekommen, ich soll mich da raushalten, was geht mich das an und. Also Kritik wird nicht gern gehört, wenn es darum geht. Ja, gerade der Ton ist mit diesem Metier durchaus auch schwieriger geworden. Das merkt man auch immer wieder, wenn ja irgendwo, ich sag mal, ein Eisenbahnfest ist und da vielleicht nebendran auch noch irgendwie eine Hauptstrecke geht und der Verein dann vielleicht auch schon ein bisschen mehr abgesperrt hat und dann wird trotzdem irgendwie versucht, das dann noch zu umgehen. Also der Ton, der ist da schon ziemlich rau geworden und das, meine Erfahrung ist, das ist nicht unbedingt nur die Fraktion Instagram und TikTok, so die ganz Alten, die können auch ganz schön garstig sein. Auf jeden Fall. Also es gibt auch bei solchen Dampflok-Sonderfahrten, wenn die an besonders schönen Bahnhöfen stehen, ja, vielleicht mit alten Bahnsteighallen, gibt es tatsächlich auch immer wieder Situationen, dass die ganz plötzlich in den Gleisen drin stehen, um ein noch besseres Foto zu haben, vor der Lokomotive stehen, was natürlich, da ist nichts abgesperrt und nichts. Und ja, das habe ich auch schon mitbekommen.
dass sie also völlig beratungsresistent sind. In der Regel haben die dann ihr Foto gemacht, lassen dann vielleicht die Schimpftiraden über sich ergehen, drücken selbst noch einen dummen Spruch ab und gehen ihres Weges. Also das ist dann völlig ein Lerneffekt. Ja, das gibt. Es gibt auch einige Filmaufnahmen auf YouTube, meistens von professionellen Fernsehkameras, von Nachrichtensendern, wo man dann wirklich sieht, wie die da in den Gleisen rumampeln an so einer Dampflokomotive. Und ja, also die sind dann wirklich häufig sehr beratungsresistent. Auch die Älteren, auf jeden Fall. Oder wie du in einem Twitter-Kommentar noch geschrieben hast, denn die Diskussion um diese Dampflok-Sonderfahrt, die ist auch ziemlich groß geworden, dass da auch immer wieder welche bei sind, die einem dann den Job erklären wollen und viel Unwissen, viel Halbwissen erzählen, so Stichwort, welche Lok denn so die beste sei. Da kommt mittlerweile auch viel dummes Zeug zustande. Ja, auf jeden Fall. Ich halte mich inzwischen aus solchen Kommentaren dann eher raus, weil ich bekomme irgendwann auch Nackenschmerzen vom Kopfschütteln. Ich glaube, da kann man sich auch nur raushalten. aber ich habe es tatsächlich mal hier und da bin ich mal solche Diskussionen eingegangen. Ganz beliebt, da wieder bei den ganz Jungen eher, die Siemens Vectron, die Baureihe 193, Schrotttron getauft haben. Und da gehe ich dann doch mal gerne in die Diskussion und frage einfach mal, ja, warum ist die denn Schrott? Warum ist die denn so schlecht? Warum ist die jetzt beispielsweise die Lok XY besser? Erzähl doch mal aus deiner Erfahrung, ja. Natürlich weiß ich, dass mir dann 16, 17, 18-jährige Leute gegenüber sitzen, virtuell, die noch im besten Falle mal auf dem Parkplatz, auf der Tür, mal auf dem Führerstandsitz Platz nehmen durften, mehr aber auch nicht. Und da kann man die auch sehr schnell aus der Reserve locken. Also es hat auch so seinen Spaß, wobei die auch sehr schnell aggressiv werden. Wie schrieb jetzt einer in dieser Diskussion, also dann wird auch die eigene Lieblingslokomotive plötzlich die beste Lokomotive, ja. Und das wird dann auch, glaube ich, bei denen so ein bisschen verdrängt. Auch interessante Diskussionen sind immer, wenn dann irgendwo im Nahverkehr neue Triebfahrzeuge eingeführt werden, ob die jetzt gut sind oder nicht, oder sei jetzt mal dahingestellt, ja, wir kennen das ja, das sind ja inzwischen Bananenprodukte, die beim Kunden reifen, ja, die neuen Triebfahrzeuge, du kennst sie wahrscheinlich auch. Ja, das ist tatsächlich so. So, und dann kommen dann auch ganz gerne mal so Diskussionen auf, ja, also 143er mit Doppelstock wäre das allerbeste oder 111er mit Doppelstock allerbeste, ja. Sie waren schön anzusehen, keine Frage. Es waren vielleicht technisch auch zuverlässiger als computergesteuerte Fahrzeuge. Ja, aber wir können ja nicht ewig mit, historischen Fahrzeugen rumfahren, nur weil sie schöner anzusehen sind. Also irgendwann müssen wir mal nach vorne kommen. Und ich habe es jetzt auch nochmal so für mich resümiert. Ich fahre ja mit dem Regionalexpress 9, der zwischen 7 und 8 verkehrt, fahre ich ja, ich sag mal, fast tagtäglich auf die Arbeit. Und anfangs waren es halt 111er mit Doppelstock und noch mit diesen alten Doppelstock-Fahrzeugen, noch mit diesen grünen Sitzen, ja. Und jetzt gerade bei diesen Temperaturen, jenseits der 25 Grad, wurde es da schon sehr, sehr unangenehm in den Fahrzeugen. Oh ja, jetzt ich kenne die Wagen ja auch noch. Da war die Klimaanlage etwas schwach bemessen. Es gab einfach keine. Es gab so keine Klappfenster, ja, und damit war der Drops auch gelutscht. Und inzwischen ist mir heute wieder aufgefallen auf dem Rückweg von der Arbeit, wir haben inzwischen 146er, die auch vom Fahren her, im trockenen Zustand natürlich, wesentlich leistungsspurstärker sind, die also auch mehr in der Lage sind, Verspätung wieder einzuholen. Aber die haben inzwischen auch Doppelstockwagen, die klimatisiert sind. Und ich finde, das ist inzwischen Gold wert. Und da tausche ich lieber jede 111er mit alten Dostopark dagegen ein. Also gar keine Frage. Also auch der Komfort muss auch irgendwann mal Einzug halten. Ja, man kann vielleicht noch drüber reden, ob die Wagen, die ganz alten, besser waren, indem man die Fenster runterschieben konnte und hatte frische Luft oder eine Klimaanlage. Aber das kann man, glaube ich, auch in der Geschmackssache abtun. Aber ja, so ein bisschen mit der Zeit gehen muss man da, glaube ich, schon. Und naja, so schlecht kann es nicht sein. Immerhin kostet so ein Zug mehrere Millionen Euro und gerade auch im Nahverkehr irgendwie
Jeder Hersteller hat so seine guten Seiten und schlechten Seiten, sag ich jetzt als jemand, der Personenzüge fährt von verschiedensten Herstellern, die alle so ihre Vorteile haben und ihre Nachteile. Man erkennt zwar so, ja, der Hersteller, der hat da so seine Stärken und Schwächen, der andere Hersteller macht das besser, dafür ist das nicht so in Ordnung. Das gibt's, glaube ich, überall. Ich glaube, es gibt gar nicht den perfekten Triebzug oder die perfekte Lok. Nein, also das habe ich auch schon mal gesagt. Ich habe jetzt mal, also ich habe nur nachgezählt, ich darf inzwischen 12 Lokbaureihen fahren und es gibt da nicht die perfekte Lok. Also ich kann jetzt wie jede Lok, könnte ich jetzt erzählen, welche Macken sie hat, welche Nachteile sie hat, welche Vorteile sie aber auch hat. Ja, also das ist wirklich total unterschiedlich. Ja, ich habe 8 verschiedene Triebwagen in de Papiere und da, ja, kann ich auch nur sagen, bei dem ist das besser, bei dem ist das schlecht, dafür ist das bei einem anderen wieder besser. So den, man hat so seine Favoriten vielleicht, die man am liebsten fährt, aber ich glaube, es gibt nicht den Haupt-Superzug, den man eigentlich, wenn man die Wahl hat, immer nehmen würde. Nein, auf keinen Fall. Und ich meine, es ist ja auch so, also für mich als Lokführer auch so ein bisschen quasi die Würze, dass man auch mal verschiedene Baureihen fährt, die auch ihre Macken haben, ihre Probleme haben. Und das macht es dann auch ein bisschen spannender. Wäre ja auch irgendwie langweilig, wenn alles irgendwie perfekt funktionieren würde. Sage ich jetzt mal so. Ja, bringt dann auch wieder so ein bisschen Abwechslung rein. Genau. Ja, ich denke, da haben wir das Thema Trainspotter mal ein bisschen, ja, hier mal so durchgekaut. Ich glaube, es ist deutlich bei rübergekommen, wir Eisenbahner sind nicht gegen Trainspotter per se. Wir wollen bitte nur, dass man sich an die Regeln hält. Dann können wir fahren und ihr könnt Fotos machen. Das würde ich unterschreiben, ja. Ja, zieht eine Warnweste an, wenn er dann doch mal irgendwie etwas kritischer steht, kann man sagen, haltet Abstand, nutzt vielleicht die Fotostellen, die man ja auch so nehmen kann, die einen gewissen Abstand haben und wenn er alle mit einer Leiter im Feld steht, dann haben wir auch noch was zu lachen. Genau, so ist es. Ja, dann danke ich dir, Tim Janotta bei Twitter zu finden als Lokführer Tim. Vielen Dank. Ich denke auch, ein nettes Gespräch und man hört und man sieht sich. Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt's im Netz unter langsamfahrt.de.